Der gewohnte Dienstrhythmus in einer Grenzkompanie. Abgelöste Grenzposten kehren zurück. Zur gleichen Zeit erleben wir die Dienstbesprechung des Grenzaufklärungszuges. Grenzaufklärer. Angesichts der unverändert aggressiven Ziele der NATO sind an sie besonders hohe politische und militärische Anforderungen gestellt. In jeder Dienstbesprechung werden die eingebrachten Aufklärungsergebnisse ausgewertet, wichtig für eine ständige Lage entsprechende Organisation der Grenzsicherung. Den Gegner ständig im Visier zu haben, heißt, seine Absichten rechtzeitig zu erkennen und auswertbar zu dokumentieren. Damit leisten die Grenzaufklärer in vorderster Linie ihre Pflicht als Soldaten des Sozialismus. Ständig sind alle Handlungen des Gegners aufzuklären und zu beurteilen. Dieser Standort ermöglicht eine weiträumige Aufklärung. Absichten und Ziele gegnerischer Kräfte sind hier frühzeitig erkennbar. Wichtig ist zum Beispiel die Aufklärung aller Bewegungen auf dieser Zufahrtsstraße zur Staatsgrenze. Hier sind Veränderungen im Dienstregime des Gegners zuerst zu erkennen. Der Zugführer weist seinen Stellvertreter und die Gruppenführer in ihre Aufgaben ein. Dabei muss der Grenzaufklärer Wesentliches von Unwesentlichem sofort unterscheiden können. Im Folgenden einige Beispiele der Fotodokumentation. Der erfahrene Grenzaufklärer bereitet solche Einsätze durchdacht vor. Seine Fotoausrüstung muss er sicher beherrschen. Noch sind keine Handlungen des Gegners feststellbar. Doch ein Grenzaufklärer braucht Ausdauer, Können und Geduld. Eine Streife der bayerischen Grenzpolizei. Herkunft des Fahrzeuges und Insassen sind unbekannt. Wichtig deshalb polizeiliches Kennzeichen. Der Streifenführer kommt nochmals vor die Kamera. Dienstgrad Polizeihauptmeister. Ein Aufklärer handelt erfolgreicher, wenn er sich der gegnerischen Aufklärung entzieht. Zum Grundwissen jedes Grenzaufklärers gehören genaue Kenntnisse über Struktur und Dislokation des Gegners. Beispiele für die Identitätskartei. Zollbeamter. Tritt in diesem Abschnitt zum ersten Mal in Erscheinung. Angehöriger des Bundesgrenzschutzes. Dienstgrad Polizeiobermeister. Polizeihauptwachtmeister im BGS. Angehöriger des BGS.
auch erkennbar am Ärmelabzeichen und Schriftbogen. Der Grenzaufklärer muss auf Details achten. Gibt es Veränderungen in der Bewaffnung? Handeln die bekannten Kräfte nach den bekannten Dienstregimen oder gibt es Veränderungen, die auf eine höhere Einsatzstufe hinweisen? Auch für Grenzaufklärer gilt der militärische Grundsatz, viel sehen und nicht gesehen werden. Grenzraumausbildung des BGS kann immer mit Provokationen verbunden sein. Details von Bewaffnung und Ausrüstung. Wichtig hier das Funkgerät. Bewaffnung. Wieder deutlich erkennbar Angehöriger des BGS. Der Gegner nutzt im hohen Maße seine Mittel der Luftaufklärung. Besonders zu beachten, was wird durch wen wie aufgeklärt. Hubschrauber der Grenzschutzfliegergruppe erkennbar am Staffelabzeichen. Mitfliegende Personen so weit als möglich aufklären und dokumentieren. Hier handelt eine Alouette 2 der Grenzschutzfliegerstaffel des Grenzschutzkommandos Mitte. Nach den bekannten Einsatzgrundsätzen. Besondere Aufmerksamkeit gilt den NATO-Aufklärungskräften. Ihre Gefährlichkeit hat der Grenzaufklärer in jeder Sekunde in Rechnung zu stellen, zumal sie ständig eng mit den westdeutschen Grenzüberwachungsorganen zusammenwirken. Ein Streifenfahrzeug der USA-Armee. Wichtig auch hier die polizeilichen und taktischen Kennzeichen. Ein Angehöriger der USA-Armee. An der rechten Brustseite sein Name. Der Streifenführer, Hauptmann. Erkennbar durch Dienstgradabzeichen an Mütze und Kragenspiegel. Diese Richtung 300 Meter. In befohlener Reihenfolge wie nach. Situationswechsel. Weitere wichtige Aufgabe des Grenzaufklärers, Kontrolle der Markierung und Kennzeichnung der Staatsgrenze. Es wird dabei ein hohes Maß an Disziplin, Verantwortungsbewusstsein und militärischer Exaktheit verlangt. In der befohlenen Reihenfolge passieren der Postenführer, Sicherungsposten 1, der Beobachter, Dokumentierer und der Sicherungsposten 2 die Gasse im Grenzzaun und sichern feindwärts. Nachdem die Spurensicherheit hergestellt und die Gasse verschlossen ist, beginnt die Kontrolle entlang der Staatsgrenze in der befohlenen Marschordnung bei festgelegten Sicherungs- und Beobachtungsaufgaben. Der Postenführer kontrolliert Lagerichtigkeit und Unversehrtheit der Grenzsäulen und der Grenzsteine sowie die Sichtbarkeit der Grenzlinie. Mit Bedrohung oder Überfall ist immer zu rechnen. Dann bezieht der Grenzposten sofort Stellung.
Eine beschädigte Grenzsäule. Der Postenführer meldet sofort dem Kommandeur Grenzsicherung. Halt, Stellung. Grenzsäule 571 beschädigt, führe Fotodokumentation durch. Für den Beobachter, Dokumentierer, besteht die Aufgabe zunächst darin, eine aussagekräftige Übersichtsaufnahme anzufertigen. Dazu setzt er an die entsprechenden Grenzsteine Markierungsstäbe. Dieses Foto bestimmt eindeutig den Standort der beschädigten Grenzsäule. Die nachträglich durchzuführenden Einzeichnungen beweisen die Aussage. Dann geht es um das Detail. Auch die Detailaufnahme verlangt Sorgfalt und einen sachkundigen Blick. Solche Fotos können Proteste oder andere außenpolitische Aktivitäten wirkungsvoll unterstützen. Verletzung des Hoheitsgebietes der DDR. Der Postenführer hat sich zunächst zur weiteren Beobachtung und Fotodokumentation entschlossen. Für den Beobachter-Dokumentierer steht die gleiche Aufgabe, eine beweiskräftige Dokumentation anzufertigen. Achtung! Hier sprechen die Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik. Ich fordere Sie auf, unverzüglich das Hoheitsgebiet der DDR zu verlassen. Aufwärts. Durch das kluge und exakte Reagieren des Grenzpostens wurde die Ordnung an der Staatsgrenze wiederhergestellt. Ausbildung von Schutzhundeführern der Grenzkompanie. Der Ausbilder, ein erfahrener Grenzaufklärer. Seine Tätigkeit ist nie losgelöst vom Dienstsystem der Grenzkompanie zu sehen. Einwirken auf die Hunde! Kommando! Hopp! Ups. Prinz! Sitz vor! Auf! Fuß! Hopp! Fuß! Der Ausbilder, auch hier ein Grenzaufklärer.
1! Tempo 2! Was den Grenzaufklärer auszeichnet, ist sein beispielgebendes Verhalten gegenüber den Soldaten der Grenzkompanie. Tempo 1! Er ist mitverantwortlich für die Erziehung und Ausbildung der Grenzsoldaten, auch hier bei der Schulung von Postenführern demonstriert. Es geht um die Aufklärung des Gegners, um die sofortige, wahrheitsgetreue und vollständige Meldung an den Vorgesetzten. Grenzalarm. Es wurde ein Angriff auf die Staatsgrenze unternommen. So, Fenrich, alles ist Ursache festgestellt. Sicherung des eigenen Ortes ist gewährleistet. Posten 400 Feldwebanger. Danke. Grenztaktische Handlungen führten zur Festnahme des Grenzverletzers. Die Dokumentation des Ereignisortes ist für die Beweisführung von Bedeutung. Dazu werden 3 verschiedene Aufnahmearten angewendet. Es geht um die Rekonstruktion des Tatablaufes zunächst mit einer Übersichtsaufnahme. Detailaufnahmen vervollständigen das Bild. Fußspuren, zurückgelassenes Werkzeug, Stoffreste. Verständlich, viel Zeit steht dem Grenzaufklärer nicht zur Verfügung. Die Sicherheit und Ordnung im Grenzabschnitt muss schnell wiederhergestellt werden. Schwierig sind oft Orientierungsaufnahmen. Meist können nur Panoramaaufnahmen Aufschluss über den Tatablauf und den Weg des Grenzverletzers geben. Hier 20 kommen. 20 fotografische Dokumentation abgeschlossen. Erst nach der Dokumentation können die Instandsetzungskräfte die Sicherheit im Grenzabschnitt wiederherstellen. Ortsbegehung in einer Gemeinde des Grenzgebietes. Bürgermeisterin, ABV und Grenzaufklärer kontrollieren Ordnung und Sicherheit. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Bevölkerung im Grenzgebiet, mit den staatlichen und gesellschaftlichen Organen, gehört zu den wichtigsten Pflichten eines Grenzaufklärers. Scheinbare Kleinigkeiten können ernste Folgen haben.
Baustellen sind oftmals Schwerpunkte. Genauso Abstellplätze für Technik. Ordnung und Sicherheit sind nur durch die bewusste Disziplin aller durchzusetzen. Die dazugehörende Autorität des Grenzaufklärers ist nicht zu befehlen. Sie muss tagtäglich durch Vorbildwirkung neu erworben werden. Im Rat der Gemeinde, das Grenzsicherheitsaktiv tagt. Dabei stehen auch die Ergebnisse der Ortsbegehung mit auf der Tagesordnung. Die Mehrzahl der Grenzaufklärer arbeitet in ehrenamtlichen Funktionen und in Volksvertretungen. Den Grenzdienst kann ein Grenzaufklärer von der Grenzkompanie oder von seinem Wohnort aus antreten. Seine Aufgabe heute: Kontrolle von Unterschlupfmöglichkeiten. Vor Dienstantritt meldet er sich beim Kommandeur Grenzsicherung an. An drei Beispielen sollen mögliche Handlungs- und Entscheidungssituationen demonstriert werden. Erstes Beispiel. Diese Unterschlupfmöglichkeit bietet Grenzverletzern gute Deckung und günstige Bedingungen zur Aufklärung. Ein erfahrener Grenzaufklärer nähert sich den Geländebedingungen entsprechend gedeckt der Unterschlupfmöglichkeit. Damit hat er das Moment der Überraschung auf seiner Seite. Halt! Grenzbrüsten! Hände auf! Stehen bleiben oder ich setze den Dienst hinein! Vorwärts! Halt! Kehrt! Hinlegen! 20 hier 42, kommen! 11.35 Uhr, Festnahme von zwei Personen am Wasserbehälter. Bitte um Einsatz der Alarmgruppe. Mit Hilfe des gut ausgebildeten Diensthundes beherrscht er die Situation sicher. Durch dieses mutige, entschlossene und taktisch kluge Verhalten konnte ein versuchter Grenzdurchbruch schon im Ansatz verhindert werden. Zweites Beispiel. Auch hier wieder taktisch zweckmäßige Annäherung. Ein wenig benutztes Wochenendgrundstück. Die unveränderte Lage der an Tür und Hauseingang angebrachten Hilfsmittel geben dem Grenzaufklärer die Gewissheit, dass seit der letzten Kontrolle das Wochenendgrundstück nicht betreten wurde.
Drittes Beispiel. Eine erfasste Unterschlupfmöglichkeit unweit der Staatsgrenze. Die offenstehende Tür erregt den Verdacht einer widerrechtlichen Benutzung, denn hier ist jeder Aufenthalt von Personen bekannt. Um sich Klarheit zu verschaffen und zur eigenen Sicherheit setzt der Grenzaufklärer den Diensthund ein. Dieser bringt die Gewissheit, dort halten sich keine Personen auf. Die nachfolgende Aufklärung führt zu dem Schluss, dass die Tür wahrscheinlich aus Nachlässigkeit nicht verschlossen wurde. Schlussfolgerung: ernsthafte Auswertung mit den Nutzern. Was einen Grenzaufklärer weiter auszeichnet, sind seine Orts- und Personenkenntnisse, sind seine Fähigkeiten, sich annähernde Grenzverletzer bereits an den Zugängen zur Sperrzone zu erkennen und festzunehmen. Die in das Grenzgebiet einreisenden Personen verfügen über verschiedenartige Dokumente, die der Grenzaufklärer genau kennen muss. Danke, Sie können passieren. Bei seiner Streife wird er durch einen freiwilligen Helfer der Grenztruppen unterstützt. Schwerpunkte bilden immer Kontrollen von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel. Ortsansässige und fremde Fahrgäste sind schnell auszumachen. Im folgenden Beispiel ist eine schnelle, konsequente Entscheidung erforderlich. Dokumente zur Einreise ins Grenzgebiet. Passierschein? Keiner da. Nichts? Nein. Sie sind vorläufig festgenommen. Gegenstände, Sachen ablegen. Die männlichen Festgenommenen in einer Reihe Abstand 3 Meter hinlegen. Zügig. Schneller. Beine spreizen, Arme zur Seite, Handflächen nach oben. Beginnen Sie mit der Durchsuchung. Während der Grenzaufklärer sichert, übernimmt der freiwillige Helfer die Durchsuchung. Nicht durchsucht wird die festgenommene weibliche Person. Die herbeigerufene Alarmgruppe übernimmt die Zuführung. Unser letztes Beispiel. Eine B-Stelle der USA-Armee. Grenzaufklärer beobachten jede Veränderung zum normalen Dienstregime. Sie haben den Gegner, egal in welcher Weise er auftritt, fest im Visier. Die USA-Armee hat modernste Kampftechnik in unmittelbarer Nähe der Staatsgrenze stationiert.
Ausdruck permanenter Aggressionsbereitschaft und drohender Kriegsgefahr seitens der NATO. Erfolgt hier die Ablösung im üblichen Rhythmus. Von Bedeutung taktische Kennzeichen der ankommenden Einheit. Entsprechen die Typen und die Anzahl der Gefechtsfahrzeuge der bekannten Struktur? Gibt es Veränderungen? Die abgelöste Einheit verlässt die Basis B-Stelle. Ist sie im vollen Bestand? Nichts darf unserer Aufklärung entgehen. Geht es doch darum, jede Überraschung auszuschließen. Und dazu haben die Grenzaufklärer im System der Grenzsicherung einen entscheidenden Beitrag zu leisten.